This time I just went, oh, he's gonna be right along to save my ass. Not as long as I show up, I guess. Gut, dass ich meine Munition schon aufgefüllt habe. Komm mir nicht in die Quere, du Spinner. Ich muss Emma retten. Meine arme Emma. Emma Stone, Emma Watson, was auch immer. Sie wartet doch auf mich. Und diese bösen Buben wollen sie immer zu töten. So, jetzt gehe ich aber erstmal, bevor ich überhaupt irgendjemanden rette, zum Radio. Well, art lovers, are you feeling neglected? You shouldn't. You know Eddie Rodman's got love for you, which is why I actually hauled myself out of bed before noon, just so I could record an interview for your pleasure. Enjoy. Now, as I'm sure you all know, the annual Night Springs Visual Arts Show is coming around again, and that's a big deal for all of us that are in the culture business. If you can call it a business, that's a little controversial, I know. Oh, that's okay. Money makes the world go around, no doubt about it. And that's one of my guests here at the studio, Serena Valdivia. She's a curator at the Night Springs Gallery of Visual Arts, and she's in charge of the NSVA Film Festival, held this year at the old Night Springs Drive-In Theater. Hello, Eddie. It's great to be here. And let me just say that it's a wonderful venue. Absolutely. And with her is one of the filmmakers, somebody who's actually primarily known as a renowned photographer, Alice Wake. Hello. Spiel? Alice, I've seen a lot of your work over the years. It's very impressive. My wife's a big fan, actually. Oh, thank you. You've gained quite a bit of fame as a photographer, but that's not why you're here, right? You actually have a film. That's a little surprising. For me, too. I really wouldn't be here at all if it weren't for Serena. You two are friends, I take it? Yeah, we move in the same circles. So, about a year ago, I heard about all this footage she'd shot, and I got to see some of it, and then I started pestering her about actually putting it out there, because it was really good. I didn't really want to show it. It felt too personal. Well, yes, I can understand that. It features your husband, and he's, well... He's dead. I thought he was missing. It's been 2 years. This sounds awful, but yes, I believe he's dead. Otherwise, he would have... Well, you know. Yeah, I understand. Well, hold that thought, and we'll be right back. Ich bin noch gar nicht tot. Ich bin nur in einer anderen Dimension, in einer anderen Welt gefangen. Aber tot bin ich nicht. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Jetzt gehen wir erstmal nochmal zum Fernseher. Wollen wir mal sehen. So I've been thinking about Barry. I don't know what to do about him yet. I mean, I'm not gonna keep him around, that's for sure. Al? Al! Ugh, little parasite. Your best friend. Really? That's the best you can do. I actually kind of like the guy. He's a plucky little butterball. He plays the clown, that's a hard road to take. But I don't need him sticking his fat face in my business. Did you know he's been hanging out with the sheriff from that shitty little town? They keep in touch. Barry's about the only guy who insists that you're not dead. How about that? I might keep him alive for a while. Just to see him go to pieces when I fire his ass. Yeah. 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 Barry ist unser Kumpel. Jetzt lass ihn in Ruhe. Nur weil du keinen Kumpel hast, keinen Freund gefunden hast, musst du dich ja nicht lustig machen.
So, ich dachte, hier gibt es noch irgendwo mal die Möglichkeit, uns wieder gesund machen zu können, aber nein, das Licht bleibt im Moment aus. Na gut. Emma! Emma? Emma, Emma? Ja, thanks for saving me again. I'd hate to die before I'm scheduled to be murdered. I guess I have you to thank for setting everything up at the oil derrick. Yeah, well, I figured that if we were going to go over this again, we might as well try to be smart about it, huh? I appreciate it. You took a big chance doing that. You okay? What do you think? I've died twice. I remember everything pretty clearly now. You said I was gonna be okay. I don't know what happened. Well, it's not your fault. I think one of those, what did you call them? The takers? I think they did something to the power and they got me that way. I'm sorry. I got the keys from the dead guy in that room. And I'm not handing them over until you do something about this. I'm sick of getting killed. Fair enough. You seem calmer now. I tried freaking out. It didn't do much good for me. I guess you get used to the craziest stuff. Good for you. Plus, I figured I'd take the edge off, you know? Mm-hmm. Those herbal supplements are pretty good, huh? Oh, yeah. Hat wahrscheinlich gekippt, die Alte. Sie hat Dampf abgelassen, die Kräuter haben gewirkt, hat sie garantiert gekippt. I wanted to try to explain things to you now, since you're calmer, but maybe this isn't the best time after all. Oh shit, yeah. Better not get all metaphysical on me now. Seriously, I'm like two sentences away from thinking how we could all be like atoms on God's skin or something. Or figments of somebody's imagination? Wow. I'm just gonna try to chill out and not think about that or getting murdered or anything, if you're cool with that. Gotcha. Emma retten, indem sie sich um den Sicherungskasten kümmern. Ja. Sie fummelt wieder am Auto rum. Ich denke mir wieder, ein netter Hintern, den sie hat. Da ihren schwarzen BH. Na gut, wir wollen ja schließlich weitermachen. Also Sicherungskasten. Was ist denn jetzt schon wieder? Ha, lass mich in Ruhe. Euch gefällt das nicht, gell? Habe ich recht? Pech gehabt. Pech gehabt, ja. Komischen Typen. Gibt's noch mal Munition für mich? Ist hier doch was Neues aufgetaucht? Nein. Ah, Mann. Muss ich halt wieder zu dem Munitionskasten gehen. So, jetzt ist der Stromkasten gesichert, weil das Licht oben brennt. Das können die Besessenen immer so nicht ausschalten. Munition! Ach, jetzt ist sie wieder fertig mit Schrauben. Okay. I really don't think they can get to the power now. Thank you. That's a relief. Here's the keys that you needed. Thank you. Hey, I have to tell you, at the diner, I went there with him, the guy who looks like you, okay? I know I said that I didn't. Yeah, I figured. Want to talk about what happened at the diner? There was this guy from the observatory, and he just attacked the poor dude, smashed his face into the tabletop a bunch of times. It was horrible. I didn't know that he was gonna do that. I swear. And I just ran. I just left him there. I didn't even try to help. There was nothing you could have done. It's not your fault. Well, he's dead in that motel room now, so excuse me if I feel pretty shitty about it anyway. You shouldn't blame yourself. I just didn't want to get involved. I have this tendency to just drop everything and run. I don't think I'm a bad person, but I didn't even call the cops. I'm such a coward. If you'd called the cops, we'd have dead cops. He's not human. Do you understand? It's not your fault. But I could have tried to stop him. Believe me, if you had, you'd be dead. You seem to be doing a little better now.
Yeah, I guess it just got easier once I got this thing off my chest. I just feel so guilty about it, especially because I didn't pick up on any of the warning signs. I just really liked hanging out with him, you know? He was smart and charming and funny and hot. The way you could be, I guess. I guess. What's the deal with this guy anyway? He looks like you, he uses your name. Why does he do this stuff? I'm not sure myself. Maybe he's just evil or my dark half. He does a lot of the stuff I'm trying really hard to get away from. Things that just messed up my life. I guess all those murders don't help either. Yeah, I could do without the murders and the end of the world. Listen, I need to get going. Yeah, go. I think I'm good now, I hope. Good luck. If it all goes well, maybe this is the last time we meet like this. God, wouldn't that be great? Just keep those lights on, okay? Mach's gut, Emma. Dieses Mal werden wir gehen, ohne dass du sterben wirst, gute Frau. Wir wissen zwar natürlich, in welches Zimmer wir gehen müssen, aber ich gehe trotzdem hier rein. Manchmal liegt irgendwas, was man mitnehmen kann. Oh, ich habe schon genug Leuchtpistolenmunition. Oh. Trotzdem sehe ich mal, was in anderen Zimmer drin ist. Vorne geht das Licht endlich wieder. Ich kann mich wieder gesund machen. Gibt's hier was? Blendgranate habe ich auch schon alle voll. Na gut. Gehen wir in das Zimmer, in das wir eigentlich sollen. Ist hier noch wenigstens etwas zum Mitnehmen? Nein. Nur den doofen Schlüssel. Waren wir beim letzten Mal. The fate of countless individuals hangs in the balance, threatened by the machinations of the Herald of Darkness. And yet, for a moment, the Champion of Light breathes a little easier. He has saved one life. For this moment, it is enough. And soon, perhaps, he can put an end to this. Tja. Dieses Mal haben wir Emma gerettet. Sie lebt. Nachdem sie zweimal gestorben ist und man ja gesehen hat, warum sie gestorben ist. Das eine Mal, als sie nicht auf uns gehört hat. Beim zweiten Mal hat sie auf uns gehört. Aber das Böse hat einen Weg gefunden, sie zu töten. Returning to the observatory for what he hopes is the final time, the man feels anticipation and dread in equal measure. Soon, he knows, he will have what he needs. Dieses Mal haben wir Emma zum Glück retten können. Sie lebt. Wenn die Zeitschleife dann also unterbrochen wird und das alles normal weitergeht, ist sie am Leben. Hello, I was expecting you. I've already taken care of the imaging array, but you should still look into securing the primary coolant flow. With some luck, you may be able to light the area before these things even show up. Thanks for tuning in for the second part of our interview with Serena Valdivia and award-winning photographer Alice Wake. Now, Alice, we were talking about your husband, Alan Wake. Is that a sore subject for you? Well, a little bit. Of course it is. The way I see it, we had our good times and our bad times, and on the whole, we had a lot of good times. He really made me happy. I don't mind being reminded of him. So you're over him? I don't know if I'll ever be that, entirely. I still think about him every day, literally. I still find myself hoping for... Well, sometimes I think I see him just standing somewhere, watching me. I think most people who lose someone they love experience things like that. But on the whole, I'm doing all right. 2 years is a long time to adjust, and I'm not really the type to wallow in the negative. Well, I know there are a lot of stories about Alan. He seemed to have something of a wild streak. That's not really what our show is about, though. Look, all that stuff really gets blown out of proportion. He had his problems, but it's really frustrating for me because people like to talk. They love to tell these crazy stories, and they never really knew him at all. Well, the character he created, Alex Casey, is a household name.
The books still continue to sell. There's been talk of a TV series, a movie, a video game. Must be nice to know that his work is still being appreciated by so many readers. Yes, of course, but I don't really deal with the business side. I leave that to Alan's agent. That would be Barry Wheeler. Actually, I just interviewed him. He's currently in the music business. Mm-hmm. And he's also Alan's best friend. Do you two keep in touch? We talk regularly. Like I said, he handles the business side. I think we should talk about her film. Yes, of course, you're right. I'm Eddie Rodman, talking to Alice Wake and Serena Valdivia, and we'll be right back. Ja, wobei ich gelesen habe, die wollen von dem Spiel wirklich eine Serie drehen. Eine echte Serie. Als sie mal bestätigt haben, wohl Remedy, dass die wohl das Spiel. Ah, das sind wieder welche. Dass sie das Spiel sogar wirklich nicht unbedingt in nächster Zeit weitermachen, dass es vielleicht mal einen zweiten Teil gibt, dass es halt schön wäre. Weil ich da sozusagen ein Artwork oder ein Video gesehen habe zum zweiten Teil, was mal geplant war und was die mal vorhatten. Das scheint ja vom Prinzip vorher gewesen zu sein, bevor hier dieses Add-on rauskommt. Weil dann Teile davon, neue Gegnertypen und andere Mechaniken hier mit eingeflossen sind. Ansonsten sei das schön interessant, was sie da vorhatten. Ellen seine Umgebung auch anders ändern kann, sag ich mal, wie hier ein bisschen, dass er da Sachen umschreiben kann mitten im Spiel, ändert dann manche Sachen, dass er dann bestimmte Sachen ändert, dann kommt er dann in Gebiete durch, die er nicht vorher durchkommen würde, sag ich mal, sowas. Das ist eigentlich schon interessant, das ist schade, dass das nichts geworden ist. Schon schade eigentlich. So, ich werde jetzt hier auch noch die letzten Sachen vorlesen. Ich muss es mal sehen, wie weit waren wir? Hier waren wir schon gewesen bis dahin. Ich weiß nicht mehr, wie weit wir gewesen sind. Mal gucken. Besessene? Well be the tool, the darkness. Doch, das hatten wir schon gehabt, die Besessenen. Jetzt müssen wir bei Dr. Meadows das auch schon gelesen haben. Ja, gut. Also fehlen nur noch 4 Sachen, es geht schnell. Neue Realität. Fragment 2. Die Waffe, die wir als letzte Mal gefunden haben, als wir nur auch wieder einen Teil der Waffe bekommen haben. The film noir poster reminded me of Alex. Das Film Noir Poster erinnerte mich an Alex Casey. Das kühle Äußere des Detektivs. Immer ungetrübt, selbst mit einer Pistole auf sein Gesicht gerichtet. Im Hinterzimmer waren alle Lampen ausgeschaltet worden, außer dem einsamen Strahler, der den grellroten Feuerlöscher an der Wand beleuchtete. Also das mit den Poster, das sieht wirklich aus wie aus Fallout 4 Nick Valentine, der Sünd. Der ja auch Detektiv ist. Allgemeine Authentizität. This act of creation is exhilarating. Das Schaffenswerk, was steht da? Der Schaffensakt ist beglückend und erschreckend. Botschaften und Symbole schwirren umher, wollen eine Wirkung entfalten. Kausalität und Konsequenz werden Dominoreihen, die sich in die Unendlichkeit fortsetzen. Je fundamentaler die Veränderung, desto unvorhersehbarer sind die Variablen. Die Realität ist zu komplex, um sich vollständig kontrollieren zu lassen. Einfache Fragen werden bedeutungslos. Wer hat wen erschaffen? Was ist wirklich, wirklich? Alles ist so real, wie alles andere. Du lernst, Dinge in Ruhe zu lassen, die du nicht kontrollieren kannst, und fügst dich in den Strom ein oder wirst wahnsinnig. Dr. Meadows und Mr. Scratch. The man before Dr. Meadows. Der Mann vor Dr. Meadows war gut aussehend und clever. Er bewegt sich mit träger Selbstsicherheit und tat noch nicht einmal so, würde er sie nicht anstarren. Im ersten Moment war es ihr egal. Dann ließ der Mann das Messer aufspringen und schob sie aus dem Kontrollraum, damit sie das Signal nicht hören würde, was auch immer es war. Draußen knöpfte sie ihren Laborkittel zu und dachte darüber nach, wegzulaufen. Sie tat es nicht. Sie meinte, dass sie nicht weit kommen würde, nicht von diesem Mann. Sie war sich niemals ganz sicher, warum er sie verschonte.
Ah, oh, sie hat ihren Laborkittel zugeknüpft. Kannst du ihn nicht aufknüpfen für uns, weil wir die Welt retten? Naja. Neue Realität, Fragment 3. Wenn dann also alles vollständig ist. I'd found her film from the pile of ich hatte ihren Film in dem Haufen von Behältern im hinteren Teil gefunden. Ich hatte ihn in den Projektor eingelegt. Ich schluckte schwer, starrte auf die Leinwand, hörte ihre Stimme. Der Sonnenaufgang, an den ich mich so gut erinnerte, nur Augenblicke entfernt. Und dann tauchte Mr. Scratch auf, vom Strahl des Projektors festgenagelt, gefangen in seiner eigenen Falle. Er schrie mich an, zuerst verwirrt, danach wütend. Und dann ging die Sonne auf und alles begann zu brennen. Naja, bedeutet echt klar, wenn man sich das durchliest, dass er dann stirbt, Mr. Scratch. Dass das Licht ihn ja, vernichtet, ausschaltet. Very good. I believe we're ready to look into the sky. Right there, Doctor. Jetzt wollen sie es natürlich wieder aufhalten. Jetzt kommt gleich das Auto. Das natürlich sage ich mal, die Sachen, die passieren halt dann wieder und wieder. Aber wir sind ja darauf vorbereitet. Wir wissen ja, dass das Ganze hier passiert. Und dass uns dann wieder Gegnerwellen entgegengeschickt werden. Und wenn wir dann da lang laufen, dass die Lichter wieder kaputt gehen. Man kann uns also nicht so direkt ja, überraschen. Taschenlampe. Taschenlampe. Halt nur noch der Klops. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Schuss. Mit der Knarre. Das hält schon einiges aus. Der hält wirklich sehr, sehr viel aus. Mal sehen, ob ich noch ein bisschen Munition abstauben kann. Nein! Das Licht! Direkt in den Lauf der Knarre. Ich habe 2 Schuss umsonst abgegeben. Das darf nicht sein. Ich bin doch eigentlich immer daran, dass ich keine Munition verschwende. Jetzt noch ein bisschen Munition. Ja. Na also. Nachladen. Ich mache eine Blendgranate, das geht schneller. Blendgranate, hast du was gemacht? Come on in. Na komm, drück doch. Jetzt. This is what you look like. Does that bother you? I bet it does. I'm not just wearing your face, you know. It goes a lot deeper than that. There's a lot of you in me. All the best parts.
At first, I was just an idea. But they kept telling all those stories about you. You already had that rep. And then you disappeared mysteriously. And then, the stories about bad, crazy Alan Wake came true. And here I am. That's the best part, isn't it? When that happens, you can always count on Cauldron Lake. I'm just as real as you are. And I'm the improved version. No fears, no doubt, no weaknesses, no self-deception here. I don't let anything drag me down. I know you like I know myself. I know it bothers you that I'm like this, that I use your name, crawl my way into your life. But I only do it because I'm better at being you than you ever were. Na gut. Brauch Munition. Ich brauch Munition, eh diese Gegner kommen. You need to protect the telescope or we can't complete the signal. Hey, schleich dich nicht an hier. Warten. Ah, das Licht geht an. War das nicht cool? There, I have it. But I wish these things would stop blatantly violating the laws of physics in my observatory. That's just rude. Are you all right? I'll live. I'm glad. I'll send the lift down to you. I remember our previous encounters very clearly now. But technically, if this really is a loop in time, we've never met before. I don't know why our awareness persists, but it's bloody fascinating. Ah, es lohnt sich jetzt nicht noch weiter zu machen. Ich werde jetzt die Folge an dieser Stelle beenden. Wenn euch also das gefällt und Spaß gemacht diese Folge, könnt ihr mich ja gerne mal das Video liken, vielleicht auch mal kommentieren oder teilen. Den Kanal abonnieren, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Bei den sozialen Netzwerken wie auch Discord vorbeischauen. Und in der nächsten Folge werden wir mit Dr. Meadows reden, ihren Laborkittel aufknüpfen und unsere Waffe abholen. Und dann werden wir uns zum dritten Mal Mr. Scratch entgegenstellen. Also, macht's gut, bis dann, tschüss.